Lassen Sie mich raten. Ihr Auto macht keine Probleme. Ich komme, um mich zu entschuldigen. Tut mir leid, was ich gesagt habe. Schon gut. Ist angekommen. Nur mit Ihrer Hilfe können wir Professor Stein noch retten. So verzweifelt, ja? Ja. Mein Ehemann, Ronnie. Er war früher Professor Steins andere Hälfte. Er hat damals geholfen, den Teilchenbeschleuniger zu bauen. Und als er explodiert ist, ist er davon auch verändert worden. Ironischerweise hat er so die Chance erhalten, der Welt zu zeigen, wozu er wirklich imstande war. Er starb, als er diese Stadt gerettet hat. Warten Sie, der Typ, der ins Schwarze Loch geflogen ist? Das war er. Er war ein Held. Das können Sie auch sein. Da war ich noch nie scharf drauf. Ich wollte immer nur aufs College, konnten wir uns aber nicht leisten. Und Football war meine einzige Chance. Und die ist mir dann genommen worden. Ich weiß. Ich weiß, dass ihm der Teilchenbeschleuniger vieles kaputt gemacht hat, aber er hat ihnen im Gegenzug auch etwas geschenkt. Etwas, das noch viel spektakulärer ist. Und zwar die Aussicht, Teil von etwas Größerem zu sein, Bestandteil eines Teams zu sein, das Menschen davor beschützt, das zu verlieren, was sie verloren haben. Ich glaube, dass es ihre Bestimmung ist, ein Held zu werden. Hey, Sekunde mal. Ich hab nach Ihnen gesucht, Dr. Snow. Hey, Mann, wir sind hier. Das hier verdanke ich Ihnen. Aber es ist nicht das, was Sie versprochen hatten. Oder doch? Oder doch?